zu dem Plan. Sie waren schon unterwegs nach Endor, noch bevor sich der Rauch verzog. Wir haben Endor gerade rechtzeitig erreicht und sind an dem Planetenschild vorbeigeschlüpft, als er für Solos Stoßtrupp deaktiviert wurde. Wir landeten ein Stück weit vom Stoßtrupp entfernt. Über Funk hörten wir, dass Solos Team umzingelt worden war und den Schildgenerator nicht zerstören konnte, der den Todesstern schützte. Sie brauchten dringend Hilfe. Noch schlimmer, Admiral Akbar war bei seinem Angriff auf den Todesstern der gesamten imperialen Flotte über Endor in die Arme gelaufen. Was als Überraschungsangriff geplant war, wurde zu einem verzweifelten Kampf ums Überleben und zwei Fronten. Alles hing davon ab, dass die Renegade-Staffel General Solo rechtzeitig erreichte. Ja, da sind wir mal glatt vorbeigeschlüpfert, wa? Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Mission. Ach, ich habe mein Schrotgewehr noch. Das ist gut, das ist schön. Ich hoffe mal, dieses Mal lässt mich das Spiel mal irgendwie, weiß ich nicht, zielen oder so. Ja, wir sind jetzt auf Endor, wo man noch unschwer erkennen kann. Was mir am Anfang hin gleich mal auffällt, ist, dass der Planet oder in diesem Spiel vom Aufbau her ein bisschen ja anders aufgebaut ist als wie bei Battlefront 2. Hat man sich also was Neues einfallen lassen. Ha? Ach du Scheiße. Hier wimmelt der nur so von Gegnern. Aber ich habe mein Schrotgewehr. Von dem her. Ja, aber die Ewok-Stämme. Hier sind wir dann wieder. Ewok-Dorf, genau. Oder Ewok, ne? Das sind ja eher Ewoks, nicht Ewoks. Ich sag immer Ewok. Entschuldigung dafür. Oh, hallo. Wie hab ich denn das gemacht? Wie sind denn die... Ich habe gerade zwei mit einem Schuss getötet? Es sah aus, wie als ob der eine gegen den anderen geflogen wäre, ne? Das sah ziemlich... Ja, komisch aus, ne? Oh, hier. Repariere. Das mache ich doch glatt. So, Spezialobjekte, Power-Ups. Wo war denn der Fusionsschneider? Hier nicht. Auch nicht. Ach, da war der, bei Waffe 2. Der Fusionsschneider. Vielleicht brauche ich den nochmal öfter mal. Ich weiß es gar nicht. Oh, sorry. Sorry. Schnell reparieren. Ich hoffe mal, nicht, dass irgendwie Gegner gerade neben mir sind, weil sonst habe ich Pech gehabt. Na komm. Oh! Haut ab! Nice. Boah, wie viele Leute jetzt mal bei mir stehen, ne? Ja, ich soll's benutzen, okay. Benutze ich, alles klar. Den soll ich kaputt machen, sagst du? Jawohl, oh, das ist ja geil. Das ist ja geil. Komm her! Muxe, so, einen haben wir, einen müssen wir noch. Die ATSTs erledigen, die hier sich die rumlungern. Weil ohne können die es nicht kaputt machen. So. Adios, amigos. Unsere Verbündeten haben vorhin einen AT-AT-Alarm gelegt, aber die Imperialen wollen ihn reparieren. Mir wäre viel wohler, wenn wir das verhindern könnten. Ich glaube, ich muss auf den Boden der Tatsachen. Dann mal los, ne? Weil runterspringen wäre ein bisschen selbstblöd. So. Oh, da liegt er. Oh, nee. Ach du Scheiße. Wie sabotiere ich den denn? Erstmal müssen die ein bisschen Platz für mich machen, wa? Ah, hier ist sogar ein Kollege. Ladung platzieren. Nice. Wir treffen jetzt auf Solo. Den Weg hier. Da ist der Schildgenerator. Wie nice, wie aus dem Film. Boah. Und da ist Solo. Cool.
Na dann mal los, wa? Ich muss jetzt hier erstmal, genau, den Schildbunker erobern. So. Das Solo. Wie nice. Wir kriegen hier Hilfe von allen Seiten. Es läuft gut. Das läuft gut. Ah, der berühmte Han Solo. Ich stehe ihm gegenüber. Was willst du, du Pflaume? Geh mal aus dem Weg hier. Er glotzt mich einfach die ganze Zeit penetrant an. Ja, ist ja okay. Danke für deine Hilfe. Er ist ja schon halb verrostet. Okay. 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 So. Nice. Darf ich jetzt rein? Boah, wie cool. Oh, die Musik ist hier so episch. Bereit, Chewie? Kann ich irgendwo zielen? Ich beschütze einfach jetzt mal hier den Bunker. Dass niemand jetzt hier reinläuft. Ich muss ja eigentlich im Grunde genommen fast gar nichts machen, weil hier niemand irgendwie kommt, habe ich so das Gefühl. Der kann jetzt allerdings nicht von automatisch zielen, ne? Oh doch, da hier sind sie. Ach, der zieht doch auch von automatisch. Schaut mal. Ich muss einfach nur ballern. Nice. Also die kommen wohl durch den Bunker und dann versuchen sie hier wieder unseren Punkt zu erobern. Hat aber gut geklappt, doch. Lol, die Mission ist zu Ende? Ernsthaft? Ah, hier ist Solo wieder. Ach so, nee. Weil wir gerade gesagt haben, wir haben es geschafft. So, dann mal los, ne? Ach schade, ich muss aussteigen. Nee, ich muss den Punkt erobern. Okay. Boah, Alter! Ballert doch nicht auf mich, seid ihr irgendwie selten blöd? Die haben einfach den AT-ST erledigt. Ich habe das Gefühl, das sind Feinde, oder? So, ich fahre jetzt mal eine Runde mit einem Speederbike. Wo ist der nächste Punkt? Da oben, ne? Alles klar. Dann ober ich den jetzt mal. Meine Leben sind halt nur ziemlich mickrig. Also ich habe das Gefühl, also im Film, im sechsten Teil, war das ja die letzte Mission. Dann denke ich mal, also ich kann mir nicht vorstellen, was danach noch kommt. Ich meine, das Spiel geht ja größtenteils um Han Solo. Und um Akbar. Von dem her, ne? Ich habe den Fusionsschneider. Ich repariere jetzt mal eben dieses Teil schnell, damit ich mich jetzt eben heile. Die Heilung brauche ich nämlich. So. Jetzt dann nur noch eins erobern und dann wären wir eigentlich soweit durch, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier gleich danach noch was kommt. Boah, das sind aber viele, ne? Und ich habe jetzt eben gerade mal was beschlossen gehabt. Ich kann euch ganz kurz den Galaxie-Eroberungsmodus zeigen, aber ehrlich gesagt habe ich da überhaupt nicht so Bock drauf, weil das wird länger dauern als das Let's Play eigentlich.
Und danach möchte ich ja unbedingt gerne ein neues Star Wars Spiel Let's Playen. Von dem her, ich kann es gar nicht abwarten, das nächste zu spielen. Wenn es denn alles funktioniert. Ich habe es ja noch nicht heruntergeladen. So. Alles klar, der letzte Punkt. Was, der Imperator? Was? Wie viele Leute sind denn hier? Okay, das ist krass. Wie schwer das ist da. Braucht ein bisschen Unterstützung. Weil ihr habt ihr. Boah, habt ihr gesehen, wie viele Leute da waren? Oh, ach, man kriegt gar keinen Schaden, wenn man runterspringt, okay. Ist ja easy. Komm schon. Boah, hier ist alles voll. Aber die cool, die Ewoks, die tun ja mithelfen so. Tun die Reste vom AT-AT zerstören. Das ist ja geil. Ich renne jetzt mal eben hier rein. Ah, da hier drin kann ich mich heilen. Nice. Dann heile ich mich erstmal und dann erledige ich den Rest. Es sind ja noch ein paar. Ah. Ganz schön viele, wa? Ich verstehe die ganze Zeit, der Imperator. Alter. Alle erledigt. Ich kann schon mal so viel versprechen, dass ich den nächsten Battlefront-Teil auch noch Let's Playen werde. Das dauert allerdings noch ein bisschen. Und Alter, ist das... Ist das schwierig? Weil so langsam dürfte... wäre es nett, wenn ich den Punkt mal bekommen dürfte. Das ist ganz schön heftig, viele Leute da mal spawnen. Aber lasst mir das doch einfach jetzt hier. Aber so, sobald ich komme... Oh Gott. Sobald ich komme, spawnen sie alle, wa? Na, ich hab ihn aber schon. Haben sie alle aus dem Staub gemacht? Da drüben sind sie jetzt alle, ne? Aber es bringt denen nichts. So, wir haben's gleich, wir haben's gleich, wir haben's gleich, wir haben's gleich. Ja. Sauber. Gewonnen. Ich wusste es. Gucken, ob das die letzte Mission war. Ich bin gespannt. Sie erhalten die Medaille. Renegade Anführer. Ich, manchmal, Alter, kann ich das Wort nicht aussprechen. Das ist ein Zungenbrecher, ein kleiner. Was dann geschah, ist wohl allgemein bekannt. Ja, das ist es. In der Tat. Der Todesstern fliegt nämlich in die Luft. Jawohl. Die hässlichen Kinder freuen sich jetzt mal. Das Ende des Imperiums und der Anfang von etwas Besserem für uns alle. Und danach wurde die Renegade-Staffel aufgelöst? Wir lösten uns selbst auf, verschmolzen wieder mit den Schatten. Die neue Republik brauchte echte Helden. Leute wie Skywalker, Solo und General Calrissian. Nicht Typen wie uns. Und was macht ihr heute? Meistens Dinge, die man nicht über eine offene Holo-Verbindung bespricht. Danke, Commander. Ihr wart sehr hilfsbereit. Ich bin froh, dass wir ein paar Dinge klarstellen konnten. Die Opfer der Renegade-Staffel sollten Anerkennung finden. Wie gesagt, sie waren nicht die edelste Einheit, die für die Allianz kämpfte. Und auch nicht die berühmteste. Aber ich wüsste keinen, den ich lieber an meiner Seite hätte, wenn die Thermaldetonatoren fliegen und mein Magazin fast leer ist. Süß. Wo immer sie jetzt sind und was immer sie tun, möge die Macht mit ihnen sein. Ja, also dem Spiel geht's wie im Titel um die Renegade-Staffel. Renegade Squadron. Star Wars Battlefront, Regenerate Squadron. Oh, die Credits. Ich weiß nicht, ob da Copyright drauf ist, von dem her, ich überspringe es jetzt einfach mal. Und ich komme zum Fazit. Zu diesem Spiel. Soundtrack, der handelsübliche Star Wars Soundtrack, also mega geil, kann man nichts gegen sagen. Die Grafik ist für ein Handheld. Die PSP ist ja ein Handheld. Gut, wie ich finde.
Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man das auf der Original PSP hat, dass das richtig viel Spaß macht. Gerade für Star Wars Fans und für Star Wars Battlefront Fans ist es schön, dass nach Battlefront 2 noch nicht Schluss war, dass sich die, dass noch weiter dran gearbeitet worden ist, dass man noch was zum Spielen hatte und es war ein kleines Spiel wieder mal mit ein paar Missionen, aber ja, also es hatte ein paar neue Elemente, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich auf Star Wars Battlefront 2 basierend gewesen. Das hat man ja gemerkt, wirklich. Aber ich finde das keineswegs schlecht, weil ich meine, wir haben ein neues Spiel gehabt, was wir spielen konnten. Fand ich sehr schön. Hat Spaß gemacht auch. Geil fand ich zum Beispiel, dass man seinen eigenen seine eigene Einheit so, ja, einstellen konnte. Also man konnte aussuchen, welche Rasse man sein möchte. So, das fand ich eigentlich ganz cool, dieses Konfigurieren der eigenen Klasse. Dann dieses Menü fand ich besser als bei Battlefront 2, war übersichtlicher. Man hatte auch nur Platz für 100 Punkte oder so. Das fand ich auch eigentlich ganz okay, war ganz fair, dass man nicht irgendwie zu OP ist oder so. Ja, und ansonsten, es war halt, also wenn ich jetzt mal was zur Story sagen könnte, es war halt schon Battlefront 2. Cool fand ich, dass man auf Korriban spielen konnte. Aber ansonsten, man kennt halt alles. Es spielt sich auch fast 1:1 wie Battlefront 2, nur dass es jetzt halt von der Grafik her ein bisschen schlechter war. Aber ansonsten, man kann sagen, es war eine Erweiterung von Battlefront 2. Also man sieht es ja auch schon oben an einem Schriftzug. Ist ja fast dasselbe wie bei Battlefront 2. Aber ein gutes Spiel. Es macht Spaß. Man kann allerdings keine Jedi spielen, finde ich aber auch nicht allzu schlimm. Es geht ja nur um die Renegade Staffel. Ich sage es jetzt einfach mal so, wie die das auch gesagt haben. Ja, ein schönes kleines Spiel. Ist auf jeden Fall ordentlich was los. Und ja, beinhaltet eigentlich alles, was bei Battlefront, sag ich mal, was man richtig hätte machen können. Ich kann nur mal was zu den Cutscenes sagen. Das sind die Vorschauen immer, die immer kommen. Die fand ich eigentlich, die waren anders, aber ich fand sie cool. Also klar, die PSP, das hat man auch gesehen, die mussten echt alter mal gucken, wie sie es jetzt machen, weil so die Leistung hat die PSP jetzt nicht, aber das mit den verschiedensten Bildern, die halb animiert waren, das fand ich eigentlich, sah mal ganz cool aus, hat vollkommen gereicht für mich und war mal was anderes. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Wenn ich das Spiel eine Bewertung geben würde, dann würde ich, wenn ich jetzt 10 Punkte vergeben müsste, würde ich dem Spiel, ja, gute 7 von 10 Punkten geben. Es war halt immer ein ganz normales Battlefront, so, ne? War auch nicht allzu lang und, naja, innovativ war es jetzt auch nicht. War halt eher mehr so ein Klon. Aber es hat Spaß gemacht und es war Battlefront. Und das fand ich schön. Und danke den Entwickler, dass man da nochmal was gemacht hat. So, ich zeige euch jetzt mal nochmal den Rest, den es hier gibt. Es gibt den Mehrspieler. Infrastruktur. Was ist das denn? Die Infrastruktur. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, theoretisch. Ich mache ja mal 2 Missionen in einer Folge. Was ist die Infrastruktur? Ist der Emulator abgestürzt, oder? Ihr seht mit Sicherheit gerade genau das, was ich sehe. Ist das so geplant? Ich denke nämlich mal nicht, ne? Nö, ist abgestürzt, denke ich jetzt mal. Ja, Infrastruktur funktioniert irgendwie nicht, habe ich so das Gefühl. Ich wollte euch das nochmal zeigen, aber irgendwie funktioniert das nicht, schade. Sondern gucken wir uns das eben nochmal schnell. Also, das Play ging schnell, ne? Ich hätte mir, ja gut,
vornherein war mir schon klar, dass es nicht wirklich ein allzu langes Star Wars Spiel sein wird, wenn man die Story nur nimmt. So, dann gucke ich jetzt mal bei Ad Hoc. Ach, das ist einfach nur... Ah, okay. Ja, kein Wunder, wir haben ja keine Internetverbindung, aber ich glaube, das geht heutzutage immer noch. Ich weiß nicht, ob das noch möglich ist. Einzelspieler? Genau, Einzelspieler. Ich spiele ja nicht im Mehrspieler. Ich weiß nicht, was ich mir gerade gedacht habe. Man hat die Möglichkeit, Soforteinsatz zu spielen. Hier haben wir jetzt alle Karten, auf denen wir gespielt haben. Neuwahl zum Beispiel. Was ist das denn? Ortmantel? Saloy Sami? Korriban kenne ich. Wollen wir uns die Planeten gleich nochmal angucken? Ich weiß nicht, ob ich auf den wirklich drauf gespielt habe. Wir gucken uns das gleich nochmal an. So Lust. Ja. Gut. Hier wäre dann die Galaxieeroberung. Das zeige ich euch auch immer nochmal. Man kann dann halt ganz mal auswählen, ob man die Rebellen oder das Galaktische Imperium sein möchte. Ein bisschen. Also. Bei Battlefront 2 gab es ja. Gut. Ich denke mal, das ist jetzt wirklich nur basierend auf Episode 6. Deswegen gibt es auch keine KOS und. Keine Druiden und keine Republik, weil, ja. Ah, das fand ich auch nicht schlimm. So. Das sieht dann so aus. Ziemlich wie bei Battlefront 2. So. Ich habe auch schon mal ein bisschen was gespielt gehabt. Und zwar muss man wieder Planeten erobern. Und, ja. Was man für den Anfang her machen sollte, wäre, man setzt ein paar Credits. Ach, man muss sich erstmal Credits kaufen. Man kann immer da die Truppen erhöhen. Phase beenden. Genau, hier kannst du jetzt Logistiktechnologie erhöhen, Infratie, Raumtechnik. Machen wir mal. Da steht hier oben, Truppenlimit erhöht sich. Geld reicht nicht aus. So, braucht man halt immer Geld für. Wir können jetzt theoretisch auf 80 erhöhen. Dann meine ich, gibt es da dann noch was? Ach genau, jetzt kann ich mich bewegen. Ich könnte jetzt theoretisch angreifen. Das wäre dann jetzt die... machen wir mal kurz. Kann ich welche rüberschicken? So. Dann habe ich ein bisschen mehr Vorteil. 60 zu 40. Und dann geht es eigentlich los. Dann spielt man halt eine Runde. Ja. Der Sieger gewinnt dann den Planeten. Ja, wenn man mal so... Weiß ich nicht, wenn man mit der Story durch ist, man hat trotz alledem noch mal ein bisschen Bock auf das Spiel. Ach, das war der Planet, okay. Dann kann man das machen. Ist ganz cool. Ja, ich zeige euch jetzt aber noch mal die Planeten, wo ich mir nicht sicher bin, aber eigentlich müsste ich alle durchhaben. Vergisst, was ich gesagt habe, Leute. Ich habe jetzt Helden-Modus so gesehen jetzt aktiviert und man kann tatsächlich mit der Republik und mit der KOS spielen. Das geht. Tatsächlich, gut. Tatsächlich. Hier ist es also möglich. Ja. Hier ist es also möglich. Also im Sofortansatz mit denen dann zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt mit Helden zu tun hat. Das also. Ja, okay. Ach, man muss die Helden erledigen. Okay. Also es gibt nicht nur den Imperator, sondern es gibt... Wow. Okay, man kann leider nicht selber mitspielen, aber es gibt zum Beispiel Ki Adimundi. Das Spiel beinhaltet wohl doch ein bisschen mehr. Also gut, dass ich das gezeigt habe jetzt, ne? Dann gibt es noch die. Die ist doch von Star Wars The Clone Wars oder so. Ne, das war doch irgendeine Kopfgeldjägerin oder weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Flagge, die Fahne. Und den Planeten, den habe ich euch auch noch nicht gezeigt gehabt, weil der kam mir bei der Story nicht vor. Ich war schon im Überlegen. Hä, Moment mal. Kenne ich doch gar nicht, ne? Na tatsächlich, ich habe kein Lichtschwert. Wir mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwie einstellen kann, dass ich damit rumlaufe. Ich
Verstehe den Modus noch nicht so ganz, aber okay. Was macht Spaß? Das ist wohl, ja, ihr habt es ja gesehen, so ein Heldenflaggen-Modus. Das ist wohl so eine. Was ist denn das für eine Stadt eigentlich? Was ist das für ein Planet, Leute? Schreibt mir das mal. Ich kenne mich ja immer damit nicht so aus. Die sieht auf jeden Fall ziemlich schön aus mit den Palmen hier, diese unterirdische Stadt oder so. Ich weiß ja nicht. Ist ganz cool auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss diese Flagge jetzt zu mir bringen. Kann das sein? Die haben schon nämlich schon einen Punkt. Ich bin, glaube ich, ja. Stimmt. Wir sind doch blau, ne? Die haben schon einen Punkt und wir haben noch keinen Punkt. Renne ich jetzt mal zurück. Ja, tatsächlich. Alles klar. Gucke ich mir jetzt mal unsere Base nochmal an. Boah, wie schön. Ach so, okay, ich verstehe. Ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwas Neues hier habe, was ich ausrüsten kann. Ist aber nicht so der Fall, ne? Ich gucke nochmal. Nö. Nö, aber es sind schon viele Sachen, die man, mit denen man spielen kann, ne? Ist schon ganz cool. Ja gut, das war der Modus mit den Helden. Man kann mit der KOS, mit der Republik spielen. Wow. Und wir haben jetzt uns die Map nochmal angeschaut gehabt. Die gab es zum Beispiel bei Battlefront 2 nicht. Also das Spiel hat auch beinhaltet auch was Neues, ne? Schön. Bin das ich? Sind das wir? Nee, ne? Doch, das sind wir. Wer ist denn das? Ist das auch ein Held? Mega nice. Ja gut, dann gucken wir uns mal Ort Mantel an, aber ich glaube, da waren wir schon drauf. Ich habe vergessen, den Mauscursor auszustellen. Das fällt mir ja jetzt erst auf, ne? Scheiße, Alter. Also wenn ihr den jetzt ab und zu nochmal wieder mal sehen solltet, dann tut es mir echt leid. So, die Klonkriege. Ich bin ein Klonkrieger. Doch, Ort Mantel kennen wir tatsächlich. Das ist der Schrottplanet. Ja, gut. Ich wollte mich nur mal vergewissern. Leute, das war's. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Es war nicht allzu lang. Man kann sich auf jeden Fall mal geben. Boah, wie die aussehen, Alter. Die explodieren ja richtig. Ja, dann danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis denn, tschüss. Ach ja, ich wollte noch ein bisschen was zum PPSSPP-Emulator sagen. Läuft ziemlich gut. Richtig guter Emulator. Und hat richtig Bock gemacht. Keine technischen Probleme. Richtig gut.